habe. Und ich habe herausgefunden, dass wir haben nämlich Selfe gefangen gehabt, aber ich kann ihn hier nicht fangen. Du darfst Legendaries, musst du in deinem Team behalten, bis sie sterben. Du darfst sie nicht austauschen, glaube ich. Deswegen ist Selfe dort nicht mehr drin. Man muss die Shinies mit ins Team nehmen. Damit die auch in dem Safari-Area auftauchen. Okay, okay, checke. Checke, checke. Ah, deswegen sind auch richtig viele Pokémon, die ich gefangen habe, gar nicht hier in der Liste dabei gewesen. Kann es sein? Ich darf die Pokémon nicht einfach nur fangen, ne? Ich lieb's, wie du die kritischsten Sachen feierst und gutheißt an den Games, hahaha. Story, dankeschön. Vielen, vielen Dank für die 1 Euro. Ja, ich sag eigentlich, ich finde es okay, dass dieses Game-Over-Ding. Ich glaube, ich finde es actually fein. Tatsächlich. So, aber das Ding ist, wenn ich die trotzdem einmal gefangen habe. Dann kann ich die, glaube ich, trotzdem. Nach einem Ei suchen lassen, I guess. Ah, I've not managed to locate a Roy Moon Egg quite yet. Okay, okay, okay. Nee, dann lassen wir den noch dingsen. Okay, das heißt, ich muss die allgemein in mein Team nehmen. Ansonsten ist es Quatsch. Dann bringt es auch nichts, wenn ich die fange. Das ist good to know. Das ist good to know. Okay. Dann gehen wir rein ins Adventure. Take a random partner Pokémon? Nee. So, Long Haul, Quest failed. Double Trouble, Quest failed. Ist ja okay. So, wir wollen direkt einfach Routen mitnehmen. Am besten Chill-Routen. Hm, die Chill-Routen hier hinten. Das ist eine Dings-Chill-Route. Ja, gehen wir in die Calm Warm Route. Gehen wir da doch mal direkt rein. Alola Kleinstein, okay. Banger. Feurigel, Banger. Legios, Banger. Riolu habe ich da gerade auch gesehen, Banger. Okay, das ist jetzt unser Team erstmal. Also der Anfang ist natürlich immer ein bisschen easy, ne? Ja, er kann Dings haben. So. Wir holen uns direkt Iglava. Und dann schauen wir direkt wegen Moves. Funkensprung ist actually geil. So früh. Lucario durchcarryen für Megastein. Wäre geil, wenn ich es schaffen würde, ja. Ich werde es versuchen. Headbutt. Counter. Okay. Gastadeo nehme ich mal nicht mit. Dann nehme ich wirklich immer nur neue Pokémon mit ins Team. Jo, ich kann auf Legios reiten. Das ist cool. Aber Legios kann nicht da drüber hüpfen. Moin Derek, was geht? Ich hoffe, es geht dir gut. Okay. Paradise Heal, Master Feather. Sehr gut, sehr gut. Amashadow, warte, warum bin ich auf Level 26? Warum kann ich mein Pokémon in der Dings trainieren? Also was bringt es, das Pokémon zu trainieren, wenn es dann eh wieder runtergelevelt wird im Run? Ich liebe Emerald Rogue 2. Ich find's übertrieben geil. Ich find's wirklich richtig, richtig cool. Es ist seit langer Zeit wahrscheinlich mein Lieblingshack. Attackenglaube. Okay, checke. Checke, 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 checke. Okay, ansonsten war hier nichts, ne? Okay, und dann gehen wir auf die Average Magical Route. Was haben wir hier? Bubungus, Thermopod und Volbeat. Ich nehme Bubungus mit.
Den Rest muss ich dann ja nicht fangen, wenn ich die nicht mit ins Team nehme. Das bringt ja dann scheinbar nichts. Sei denn, ich kann natürlich Sizzlypeed jetzt fangen. Und dann ein anderes Pokémon dafür rausschmeißen. Ne, rausschmeißen darf ich ja nicht. Wir müssen ja, glaube ich, schon sterben, ne? Rausschmeißen zählt quasi nicht. Okay. Checke mit E. Rausschmeißen ist okay, aber geht bei Legendaries auf jeden Fall nicht. Das weiß ich. Wenn du Legendary rausschmeißt, dann kannst du den danach nicht fangen. Deswegen glaube ich, dass das Rausschmeißen nicht okay ist, actually. Wenn er stirbt, ist okay. Aber rausschmeißen darfst du nicht. Okay, ist der normal gegangen. So viele Items, so geil. Ich glaube, wir sehen gleich auch schon so Rivalen, ne? Da wissen wir auch schon, welche Gen wir sind. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Psiau. Ich habe den nicht weit genug rausgeholt. Nein, und ich kann noch nicht surfen. Ah! RIP Items. RIP Items. Okay, noch keine Rivale. Na gut. Okay. Dann. Gehen wir Daycare? Gehen wir Supermarkt? Ich glaube, wir können erstmal Daycare gehen, entspannt. Ich weiß nicht, ob Traden so wie Sterben ist. Das weiß ich nicht. Ich glaube nämlich, es geht nicht. Also lassen wir es. Gehen einfach weiter. Okay. Ich sag egal, wer hier sein wird. Wird hops genommen. Ah ja, wir haben ja Dings, bevor ich es vergesse. Stimmt, wir haben auch jetzt das Münzamulett auf Marshadow. Das wird auch sehr, sehr, sehr viel bringen. Das wird auch sehr nice. Candace! Okay, wir sind wieder Gen 4. Ey, die anscheinend stehen weg. Wir sind wieder Gen 4. Fucking Iron Bundle, Alter. Oh, shit. Hallo Richard, was geht? Ich hoffe, es geht dir gut. Okay. Shiny Sandy Guest nehmen wir ins Team. Der ist eigentlich auch ziemlich cool. Ich mag Sandy Guest sehr gerne. Dann schmeißen wir Geodude dafür raus. Will ich Pi oder Arctip? Ich glaube, die sind jetzt in meiner Prioritätenliste nicht so weit oben. Tatsächlich. Flunkiefer gibt es hier noch. Das Flunkiefer sollte ich schauen, dass ich den mitnehme. Und durchcarry. Für Megastein. Mega Flunkiefer wäre broken. Wir können. Okay, nice. Dann packen wir Flunkiefer raus für Phalanx. Bei mir ist auch alles super. Und es freut mich sehr. Dass es dir gut geht. Wir müssen noch Dings, wir müssen noch leveln. So. Ja, der entwickelt sich jetzt schon, das ist echt gut. Ich bin wahrscheinlich. Also Lou arbeitet bei der Gamescom. Haben wir Shadow Punch über Shadow Sneak? Nee, actually glaube ich nicht. Doch, ich glaube schon. Wir sind schnell genug. Lou arbeitet bei der Gamescom. Ich bin wahrscheinlich Samstag und Sonntag da. Nicht safe, aber wahrscheinlich. Noch Heuler weg. Bis über Battle Pass. Passt. Vacuum Wave.
Rock Smash. Können wir über Offenlegung packen. Moonlight, sehr geil. Sleep Powder können wir über Ingrain packen. Es gibt Gamescom. Mache aber wahrscheinlich was mit ein paar anderen Leuten danach in Köln. Ja, ich werde wahrscheinlich die Tage davor schon in Köln sein und mit Leuten was machen, aber Samstag, Sonntag werde ich wahrscheinlich trotzdem gehen. Das ist so quasi mein Plan. Schon, warum habe ich ihm die Tränke geused? Das war eigentlich übel lost. Nehmen wir Drain Punch extra dafür. Schieb, Dankeschön für den Resub. Super appreciated, Dankeschön. Danke, 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 danke. Ich werde diesmal nur Freitag in Köln sein, weil woher Geld für Hotel? Naja, check ich, check ich, check ich, check ich. Das verstehe ich komplett. Wo Mewtwo, wo Blastoise, ja, ich sag actually, wenn die kommen würden, würde ich sie mit reinnehmen. Ich meine, am besten ist, wenn ich Pokémon durchcarry, so gut es geht, durchcarry und halt runterbring's. Und so heiß auf Pokémon Game. Ja, let's go! Nee, ich weiß eigentlich, dass du gerade nicht kannst. Egal, let's go. Aber fühle dich komplett. Okay. Okay, wir sind ja schon, wir haben ja Gen 4, ne? Shit, ich habe vergessen, wo. Okay, das heißt, wir müssen hier. Ehrlich, war Legends News, ne? Okay. Ich muss wieder zurück an den Anfang. Okay, so. Geht's natürlich auch. Köderball. War hier oben noch irgendwas? Nee, ne? So, nur noch Rivale ansonsten. Okay. So. Was sein Start? Okay. Okay, okay, okay. Sein Starter ist Ditto. Das ist good to know. Aber es ist das Opfer Ditto. Irgendwie. Ich hätte eine Max können. Naja, passt schon. Weil. Der hat kein Dings. Gehen wir in den Shop oder Catch Contest? Lass ihn Catch Contest gehen. Aber lass versuchen, den zu gewinnen, maybe. Ghost Catch Contest. Would you like to enter? Ich glaube, ich brauche das nicht. Ich will nur den Contest gewinnen. High Space Special Attack. Okay. Interesting. Sandy Guest. Morta. Beherba. Kabaya. Grof. Wo hast du an? Die haben alle bisher nicht so den hohen. Monetigo! Da war auch Hisuita Flosion. Wait, ich glaube, ich will Monetigo aber haben. Ich nehme Aussage zurück, ich will doch wen haben. Aber Hisui Teflosion hat ja einen höheren Spezialangriff, glaube ich, oder? Bin ich mir nicht mal so sicher, aber relativ sicher. Mikio, aber Monetigo würde ich richtig gerne haben. Nee, scheiß drauf, wir gehen mit Monetigo raus. Vielleicht gewinnt Monetigo ja auch. Ich glaube, Hisui Teflosion. Ich habe gewonnen! Ah, wusste ich! Nice, okay. Big. Und den Monetenjungen zusammen, ist übergeil. Ja, den würde ich schon echt gern mitnehmen. Wir müssen Sandy Guest mitnehmen, weil der shiny ist. Am ehesten könnte ich auf Quilava oder Shinnodic verzichten. Ich glaube, wir schmeißen Shinnodic raus. Und ich habe gerade 133 und Hisui Teflosion nur 119. Okay, 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 okay. Ich glaube, wir schmeißen eigentlich Shinnodic raus. Shinnodic, eigentlich geiles Pokémon. Na, jetzt bräuchte ich es, glaube ich, ein bisschen. Ich glaube, ich hätte Dings rausschmeißen sollen. Können in Honeytree gehen. Okay, Botugel haben wir hier. Botugel ist egal. Aber ich kann mich hochheilen. Sub. Der hat noch nix. Beeinflusst wahrscheinlich ist hier was. Ich glaube nicht.
glaube nicht. Ja, gar keine Moves. Ja, chillen wir erstmal. Okay. Mit 2 KP weniger rein. Ich glaube, damit kann ich leben. Kann ich nicht. Fight. Damit hätte ich leben können. Onix. That's dirty. Curse. Juckt. Ja, wir können weiter für... Oh, ich habe kaum noch Kampfmoves, sehe ich gerade. Warte, wir lassen ihn im Hagel sterben. Okay, never mind. Der hat keinen Sturdy. Mein. Ich glaube, der wird Dynamaxen. Aber ich glaube, ich kill den auch einfach. Trotz Dynamax. Oh. Easy. Bin gerade wieder in meinem Digimon, in meiner Digimon-Zocker-Akte Summerslop und da bestimmte Digimon zu grinden ist schon ein harter Pain, aber egal, ich liebe Grind. Check it, check it, check it. Check it, check it, check it, check it, check it. Ich würde schon fast gern oben lang gehen, aber nee, ist actually fine. Wir nutzen unsere Healing Flask. Gehen hier auf die Route. Gibt es hier ein Pokémon, was ich haben möchte? Die drei hier habe ich schon im Pokédex, ne? Also Voltoball, Garmokliss, Klavion jucken nicht. Ich will ja mein Pokédex weiter meinem Pokédex arbeiten. Was bist du? Batrill. Oh. Und Elisabeth. Habe ich keinen Platz für. Nein, ich wollte da nicht rüberhüpfen. Nein, ich habe kein Pokémon, auf dem ich reiten kann. Aber ich glaube, ich kann einfach zurücklaufen, ne? Oh. Downy! Dankeschön für den Raid. Hallo Leute. Was geht, was geht, was geht? Ich habe wieder deinen schönen Twitch-Log-Stream. Der Stream war erfolgreich. Was geht, was geht, was geht? Und ich hoffe, es geht euch gut. Wir zocken gerade Emerald Rogue 2.0. Das bessere Roguelike-Pokémon. Sorry, ein bisschen shady gegenüber Pokérogue. Aber das ist okay. Aber ja, ich hoffe, der Stream war nice. Bin ich hier schon lang? Ich kann noch zurücklaufen. Okay, wir müssen noch zurücklaufen. Wir müssen da oben lang. Damn, alles für 3 Full Heal. Egal. Wer die 3 Full Heal nicht ehrt, ist die Top-Genesung nicht wert. Sagen wir es, wie es ist. Oh, Banger. Castle Berry, Comment, Ether, saugeil. Die Berry, Chester Berry und Thunder Berry. Wobei eigentlich dieser Hass gegenüber Pokérogue, es ist kein Hass. Also, es ist wirklich kein Hass. Ich finde nur, dass. Ich mag das Prinzip von Pokérogue irgendwie nicht so sehr. Kann man das so sagen? Ich finde die Idee nicht schlecht. Genau, also ich sag auch, Pokérogue ist sehr overhyped. Ich würde das anders sagen. Besser ist relativ. Ich mag das andere, weil ich da gerade eben nicht rumlaufen muss. Das finde ich halt crazy. Oh, wir haben Lucario, sehr geil. Das finde ich ist halt eine crazy Aussage. Ich finde in... Gameboy sagt auch immer dasselbe. Ich finde, Pokérogue mattert viel zu wenig, was deine Entscheidungen sind. Und das ist eigentlich das, was ich an einem Roguelike gerne mag. Wie zum Beispiel, wie zum Beispiel irgendwie so Binding of Isaac oder so. Ich mag es, dass ich so viele verschiedene Wege habe und egal für was ich mich entscheide, es hat ein... Es mattert, es hat einen Sinn. Und das finde ich irgendwie cool. Und das stört mich bei Pokérogue, dass es nicht so ist. Bei Pokérogue ist es so vergänglich, was du machst.
Du machst alles, was Mainstream ist. Nee, den ersten Classic Run hatte ich Spaß. Sag ich, wie es ist. Beim ersten Classic Run hatte ich sehr viel Spaß. Danach wurde es leider... Ja, ich bin gerade konzentriert. Ersten Classic Run hatte ich Spaß. Eisage spielt hier in den Xenoblade Chronicles 3 Roguelike-Modus. Gibt es den Xenoblade Chronicles 3 Roguelike-Modus? Ich habe so viele After-Story-Xenoblade-Sachen noch gemacht, aber ich habe demnächst schon zu mir gesagt, dass ich so hart in die Xenoblade-Sucht reingehen werde und alle Games 100% machen will. Okay, das DLC habe ich nämlich noch nicht gespielt. Okay. Dass ich alle Spiele 100% komplettieren möchte. Ich muss das machen. Das ist Gesetz. Aber ist ja übergeil, hä? What the fuck? Ich liebe nämlich Roguelikes. Okay. Machen wir weiter. Machen wir ein Game bei der Game Show mit. Ich hab grad Bock. Sage nicht, dass ich Emerald 2.0 nicht mag. Mag beide nur Pokerogue spiele ich, wenn ich nicht laufen will. Im Grunde. Und andere, wenn mir danach ist. Das Ding ist, was ich bei Pokerogue respektieren kann, ist, es ist zugänglicher. Und Pokerogue ist wirklich die perfekte Definition von, du hast gerade 10 Minuten nichts zu tun, du zockst 10 Minuten Pokerogue und machst danach wieder aus. Das ist schon cool. Aber ich habe meinen ersten Endless Run letztens gestartet, privat 30 Ebenen gespielt und hatte danach absolut keinen Bock mehr. Ich habe es gar nicht gefühlt. Und bei Emerald Rogue finde ich, ist der Grind und so viel krasser. Das finde ich so viel cooler. Okay. Let's go. Was haben wir für eine... Wir haben... Who's that Pokémon? Okay, it's free. It's free. Round 1. Bellsprout. Mal schauen, was wir bekommen. 2 Powerbands, juckt. Dawnstone, okay. Nächste Runde. Pelzebub heißt auf Englisch... Morgrim. Let's go. 2 Max Potions, wir gehen rein. Runde 3, Sunkern. Let's go. Runde 4. 2 Carbos, gibt gut Cash. Diglett. Banger. Next round. Was ist das? Absolut keinen Plan, will ich haben. Round 5. Vespiquen. Megastein war das. Oh. Ah, das ist der Manectric-Stein. Okay, check it. 5 Weakness Policies. Actually, okay. Okay. 5 Weakness Policies jucken mich gar nicht. Das ist die letzte Runde. Ich habe die Quest schon, dass ich eine Game Show gewinnen muss. Ich will wirklich keine 5 Weakness Policies. Die brauche ich wirklich nicht. Dann nehme ich lieber den Voltensoniten, oder nicht? Ich glaube, da kann man schon ditchen. Was für 5 Weakness Policies. Okay. Dann stellen wir mal hier rein. Und holen uns schon mal 10 Ultrabälle. Habe ich überhaupt schon Tränke, die ich haben möchte? Nö. Bekommt man immer nur das Letzte? Ja. Man bekommt immer nur das, wofür du in der also als Letztes quasi in Anführungszeichen gekämpft hast. Wir können, glaube ich, TMs mal kaufen in dem Run. Ach ja, sparen für ein potenzielles Mega-Voltenso ist wirklich gut, ja. Denke ich auch. Genau, ich wollte mal schauen. Plus Attack, minus Special Defense. Ich will mal, wie viel kann man Weakness verkaufen? Ja, ist halt die Frage, aber war es mir jetzt nicht so wert. Okay, was haben wir hier? Careful. Special Attack runter. Calm. Können wir auf Sandy Guest zocken? Modest. Ich hätte irgendwie Bock auf so ein speziell. Ja, sollen wir auf Goldengo packen. Haben wir noch irgendwo Special Attack runter? Ja, careful. Achso, hat Mauer schon, okay. Naiv wäre halt auf Lucario broken, ne? Aber ich will eigentlich ungern minus Death. Ich meine, wir haben gerade minus Death. Ich glaube, wir könnten minus Speed auf Lucario zocken. Ist schon okay.
Wobei ich hätte gern auf lange Sicht, glaube ich, ein neutrales Dings. Neutrales Wesen auf Lucario. Das ist, glaube ich, am besten. Ja, das ist noch ein bisschen Quatsch hier. Aber ist okay. Okay, gehen wir weiter, I guess? Irgendwas? Ah ja, TMs hatte ich noch überlegt. Keine Rocks, leider. Moonblast. Für zwei... Achso, okay, ist ein TR, ich wollte gerade sagen. Weil wenn man TMs hier nämlich kauft, ihr seht schon, die sind sehr teuer, aber die könnt ihr immer wieder nutzen. Ich könnte mit Auras... Auras hier brauche ich nicht. Gibt keine TM, wo ich mir sagen würde, so, ja, die ist es jetzt. Icebeam geil. Aber gerade, glaube ich, kein Mono, auf dem ich das usen könnte. Playruff wäre geil. Für Mawile, aber das bekommen wir später so oder so. Ja, ich glaube, wir chillen erstmal noch. Okay, wie viel AP haben wir noch? Passt. 35, okay. Bring ihn rein. Hilda! Terran direkt. Hätten wir, glaube ich, nicht machen müssen. Naja, ich one-shotte, glaube ich, eh alles. Ah, ich werde nicht alles one-shotten. Ich glaube, ich hätte nicht Terran sollen. Kein Intimidate, okay. Ich wünschte, ich hätte Dings. Oh, okay. Schaufler. Ich würde sagen, ich wünschte, ich hätte, Inferno. Nicht die Auflegung. Shadow Sneak noch. Das war aber das, was ich sagen wollte. Hier für Rampart. Terra Kampf. Der Superpower war schmackig. Also der hat gezwiebelt. Sage ich, wie es ist. Okay. Da hinten ist... Ja, wir können uns da hinten hochheilen. Das heißt, wir können unsere hier... Ich glaube, wir haben noch zwei Ladungen. Naja. Okay. Wir gehen... Die Average Magical Route, würde ich sagen. Ja. Oh, da ist Kadabra. Ich sollte Kadabra mitnehmen. Für Mega Alakazam. Und dann packen wir Quilava raus. Ja. Aslake, bis später und viel Spaß. So. Habe ich Linkkabel? Nee, ne? Ich glaube noch nicht. Nee. Ja, mal mit fucking Prism Scale. Okay, Können wir Super Spray geben? Sucker Punch, juckt. Psychic direkt schon, das ist geil. Haben wir keinen Teleport über Ice Switch zocken? Oh, Iron Head. Besser als Astonish. Bone Rush. Ja, Recover sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Okay. Ganz Lamelux hier. Okay, kein TM, aber Hex. Ja, ist okay, I guess. Chip-Pot. Kannst du über... Kannst du wahrscheinlich nicht, oder? Nee, kannst du nicht. Schade. Hier komme ich da hin. Ach, das ist da unten. Mm. Max Repair und Mint. Easy.
Easy. Das ist einmal ein Element Mauler. Geiler Drahntrainer. Okay. Stromisierer. Dann wieder ein Rivalenfight. Yellow Nectar. Okay. Ja, der liebe Tito ist egal. Ich dachte, du warst schnell auf der Route in Sinnoh. Ich bin immer schnell auf jeder Route in Sinnoh. Haben wir Dynamax? Ne, wir haben Terra. Okay. Schneller als ich. Bisschen nervig. Machoke ist okay. Haben wir einen Hyper Potion? Oder irgendwie sowas? Ja. Knock-off. Mhm. Geht weiter für Knock-off. Dann Terran wir hier. Ich glaube, wir killen ihn auch, wenn wir Terran, oder? Okay. Ist fein. Chill Terra können wir Ice punchen. Velsa können wir Drain punchen. Okay, Terra Velsa into Terra Boden sollte mich aber nicht one-shotten. Passt. Ist der Life Orb? Das ist crazy. Okay, dann würde ich, glaube ich, noch hier auf die Calm gehen. Schwalboss. Schwalboss ist cool. Linkkabel, let's go! Übergeil. Linkkabel ist sehr, 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 sehr cool. Damit können wir uns jetzt nämlich Sinsala instant holen. Passt. Vivian, Durange. Ja. Ich meine, ich kann sie auf jeden Fall mal im Pokédex registrieren. Also ich sollte auf jeden Fall mal mit den interagieren. Ist gut, wenn ich die Pokémon wenigstens im Pokédex habe. Wir müssen auf jeden Fall gleich surfen. Oh, Sylord! Den hätte ich echt gerne. Aber ich kann gerade, glaube ich, nichts aus meinem Team rausschmeißen. Ich habe nur Mega-Entwicklung und Goldengo will ich unbedingt im Dings haben. Will ich unbedingt als Option haben. Und, Dings. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Mann, was hatte ich noch im Kopf? Ah ja, das Shiny, genau. Was war das? Scorching Sands. Ja. Kann man, glaube ich, machen. Ist okay. Ich mag die Route hier irgendwie. Comment. Und dann sind wir durch. Und gehen einmal aufheilen. Ansonsten brauchen wir hier nichts. Kann ich irgendwas vorbestellen, was ich unbedingt brauche? Nö. Linkkabel hätte ich jetzt noch gemacht, aber... Ability Patch. Ja, nö. Brauchen wir alles nicht. Okay. Wir sind Level 45. Passt, ne? Jawohl. Foltner. Ohne Electric Terrain zum Glück noch. Hier ist mir so Eispunkt. Electric Terrain. Okay. Ich habe leider nichts auf Marshall, womit ich Terrains kaputt machen kann. Und im Fan. In Goldengo gehen.
Ist fein. Das ist gut für später. Gastrodon. So, Marshall, genau. Rocks, okay. Bisschen ungeil, aber ist noch. Wir gehen, glaube ich, für Max Knuckle. Pause, okay. Max Knuckle. Usle. Und Max Knuckle. Nice. Dann sind wir auf plus 3. Dann können wir den einfach Eis punchen. Snorlax ist das letzte Pokémon, das ist wild. Okay, wir Terran. Weil er wird wahrscheinlich Gigamaxen. Ja. Und ich glaube, wir killen ihn auch so auf plus 3, aber man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. So, Galaktik-Route ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ist sehr, 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 sehr wichtig. Wir gehen mal hier hin. Nee, du kein. Katsugiri, Lombrero. Oh, das Katsugiri würde mir sogar noch fehlen. Kabuto. Das letzte Pokémon im Dex, das mir fehlt. Und Shellterra. Ja, ein paar coole Pokémon. Aber, nichts dabei, was ich jetzt gerade gebrauchen könnte. Jetzt können wir die Route nochmal zocken. Oh, ein Torfblock. Wow, was ist denn da? Der ist so sick, glaube ich. Wie komme ich da hoch? Aha, auch nur über Dings. Ich bräuchte unbedingt eigentlich einen Starter, mit dem ich über Dings drüber springen könnte. Ich meine, Surf, sobald ich surfen kann, wird mir das auch deutlich mehr helfen. Barschrift, Molida. Ist crazy, dass wir mir jetzt plötzlich auf einmal die ganze Zeit die Surf-Pokémon angezeigt werden. Ich kann ja immer noch nicht surfen. Wieso ihr Artefakt? PP Up ist sehr gut. Ich glaube, ich direkt schon usen. Ich glaube, allgemein sollte ich in der... in der Stadt direkt AP Top holen für Marshadow. Ich merke, dass wenn ich am Anfang mit Marshadow durchcarryen will, dass AP am Anfang ein bisschen nervig sind. Trommel ist sick. Upgrade, okay. Cumberry, Lichberry. Okay, top. Ja, wir gehen Galactic Hideout, weil wir brauchen unbedingt Fluchtseil. Fluchtseil ist sehr, 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 sehr wichtig. Damn. Aimoth ist crazy. Nichts, um den anzugreifen. Egal, was wir tun. Ich glaube, der hat auch nichts, um mich anzugreifen. Der Brave Bird. Lass ihn Aua gehen. Swagger. Können Iron Head drücken. Ist das okay. Let's go, Maui, let's go. Crawdont. Cross Combat, oh mein Gott. Damn. Easy. Purple Nectar. Full Restore. Müssen die auf jeden Fall rausloggen. Okay, easy. Poison Touch, nervig. Nervig. Noch Fluchtseil. Ich weiß nicht, ob Fluchtseil am Ende ist oder ob das einfach irgendwo rumliegen kann. Eject Pack. Okay. Das hier könnte Fluchtseil sein, oder? Ich brauche ein Fluchtseil. Okay, Toxic.
Oh, ich bin disabled. Weil es für Terror-Attacken. Quick Claw. Ich glaube, wir haben nur Rare Candies hier auf der Route. Ich glaube, Rare Candies ist hier unser Special Item. Schade. Adamant Mint, aber sick. Wie viele Dram Punch habe ich noch? Zwei. Habe ich Ether? Dram Punch Marshadow ist es so sehr. Hä? Hab ich hier nie schon gekämpft. Also allgemein Marshadow ist es so sehr. Das passt. Ich kann nochmal nach Moves gucken. Genau, Earth Power. Shadow Ball. Hypnose ist okay. Calm Mind. Ne, ich glaube, ich würde es actually lassen. Play Rough. Dragon Pulse. Meteor Mash. Ist besser als Metal Claw. Power Gem. Und auch kein Make Rain. Okay. Das passt. Das passt alles, das ist sehr gut. Okay, und dann gehen wir actually in den Battle Prep Store. Hast du Megasteine, die ich brauche? More I need. Nein. Was brauchte ich noch? More I, Lucario und Alakazam. Wir haben nur den More I need. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Was hast du? Ja, ich glaube, wir stayen erstmal mit den Dings. So, was hast du für mich? Acrobatics ist halt geil, wenn ich terran kann. Ich kann halt auch nicht immer Terran, ist das Problem. Energy Ball können wir dir geben über Teleport, das ist okay. Focus Blast über Psychic? Fragezeichen. Ist, glaube ich, schon ein Play. Ist noch irgendein geilen Move? Ice Punch? Über. Das fand schon geil. SD wäre noch cool, theoretisch gesehen. Knockoff über Crunch? Fragezeichen. Thunder Punch. Auch nicht verkehrt. Thunder Punch. Psychic Fangs. Nee, Psychic Fangs brauche ich absolut nicht. Ein Knockoff über Crunch. Ist, glaube ich, okay. Ich will, glaube ich, eher ein Powerflug. Spezielles Lucario, I guess. Gut, dass du keine Dings-Moves hast. Keine speziellen Moves. Focus Blast. Psyshock. T-Bolt actually sehr geil. Gehen wir packen. Ich glaube, ich würde früher oder später den E. Entweder AV. Ja, ich glaube, AV ist schon geil. AV ist, glaube ich, gar nicht so kacke. Viele Healing Flask-Dings habe ich noch. Aber ich glaube, ist egal, oder? Habe ich noch. Okay. Was sagst du denn, sind denn, wenn eine rein Theorie, Shadow Seek, Glow Kicks, Air Special Thief, brauche ich auf jeden Fall später.
Erforscht aber Shorb im Nigia. Ja, okay, Shorb sehe ich. Psychic Shadow Ball, Focus Blast und Power. Mhm. Punishment. Okay, ist die. Nasty Plot, Focus Blast, Flash Cannon. Ja, sehe ich, check ich. Protect Nasty Plot, Make a Range Shadow Ball mit Leftovers. Ja, okay, check ich auch. Kann man machen. Ich überlege gerade, warte mal. Was habe ich auf Elixir für eine Fähigkeit? Synchronize. Synchronize ist Arsch. Intimidate ist gut. Steadfast. Ist okay. Gottes Gold ist klar. Das heißt, ist Simsala, ist das seine Hidden Ability? Oder ist es seine... Ja, ist seine versteckte Fähigkeit. Das heißt, ich müsste mir ein Ability Patch holen. Ja, machen wir. Dafür ist es zu gut. Wir wollen ja den Run gewinnen, ne? Und mit dem... Habe ich ein neutrales mittlerweile? Nee, ne? Mit dem Dings. Sag schon. Münzamulett. Münzamulett war das Wort, was ich gesucht habe. Können wir uns auf jeden Fall so oder so schon sehr viel erlauben, was so Cash angeht. Münzamulett ist schon so mit eins der besten Start-Items. Wir können Jolly auf Marshall machen. Ist okay. Ja, Marshall ist schon echt schnell. Der braucht es nicht unbedingt. Kaum können wir Alakazam geben. Adamant. Können wir Morwile geben? Jolly. Nee. Okay. Sehr viel später auch zu verkaufen, ne? Okay. Gehen weiter. Nächster Orden. Let's Hego. Lamina. Lamina finde ich sehr gruselig. Wir können Terran. Das ist eigentlich ganz geil. Eben ein Fire Tower für Lichte getauscht. Broken, weil ich weiß, das nächste Arena Psycho ist sehr geil. Weakness Policy und SD. Geht für Shadow Sneak. Okay, easy. Marshall ist zum Glück bulky. Hey, sie hat einen Shiny Drift Blimp. Wir gehen in... Eine Flugattacke. Ich würde echt gerne Morwile gehen. Eine Geistattacke wäre wack. Tailwind, okay. Wir gehen für Mega Sucker Punch. Wie geil Mega Morwile aussieht, das ist crazy. Sehr schön. Das killt. Teflosion. Was ist mein Feuer switchen? Mhm. Okay, ich meine, wir haben Palossand. Killt Sucker Punch. Ich will mein Morwile nicht verlieren. Aber ich sag, das killt. Oh mein Gott. Nicht Terrafeuer, oder? Oh mein Gott. Gut. Ah, Eruption. Oh mein Gott. Ist das free? Jellicent. Ist das free? Ich sag, hier kommt eine Wasserattacke. Wir gehen erstmal aus dem Goldengo. Shadow Ball, okay. Ist aber in Ordnung. 97. Wir leben noch einen. Oh mein Gott. Ist das Sash? Citrus Berry Trick Room. Hier kommt safe ein Shadow Ball. Gumamaya, was geht? Das Person ist nicht langsamer. Du hast es auch mal geschafft. Let's go. Ja, wir gehen für Shadow Ball. Okay, Recover ist actually fine. Actually ultra fine. Gigantes. Hier wird eine Bodenattacke kommen, Fragezeichen. Wir gehen mal raus und Palossand. Palossand ist nämlich langsamer. Poltergeist. Aua. Wir sind aber langsamer. Ah, Mann. Warte, meine Mutter einkaufen für die Geburtstage von meinen Schwestern.
Sweet. Ich glaube, wir heilen hoch, bis wir... Bis der Trick Room ausgelaufen ist, Fragezeichen. Und scouten dann... Das Ding ist, guck mal. Der hat gerade Poltergeist eingesetzt. Das heißt, und ich habe keine Citrus Barriers mehr. Das heißt, Poltergeist funktioniert jetzt nicht mehr. Ich gesehen, was er eingesetzt hat, aber das ist okay. Wir können für Shadow Ball gehen. Es ist Focus Sash. Rock Polish setzt er ein, okay. Ja, und dann Poltergeist. Ja, ich glaube, der kann nämlich nichts gegen mich einsetzen, okay. Puh. Mehr Glück als Verstand mit Mawile. Aber ich nehme es natürlich mit Kusshand. Scheiße, Maya. Hab so Pokémon-Becher und Mario-Teller gefunden, für wenn ich mein Geburtstag nachhole und noch so anderen Shit. Hey, übergeil. Das fühlt man aber sehr. Wie viele Dings haben wir? 3 Stück, ja. Können wir reingehen. Können wir reingehen. Dann nehmen wir die Routen mit. Boah, Tentantel eigentlich cooles Mon. Sag ich ganz ehrlich. Nämlich sogar ein Psychic Terrain. Also wenigstens im Dex. Psychic Terrain macht mir ein bisschen zu schaffen. Ich hätte vielleicht mit Goldengo starten sollen. Ich glaube, Goldengo ist hier mein Mon der Wahl. Mit dem ich die Route bereisen sollte. Die gehen so hart, ja, das sehe ich, das sehe ich. War das Feuer aber noch. Dings. Hochleveln. Bevor wir gegen die Trainer fighten. Und nochmal schauen wegen Moves. Sharp, let's go. Sehr gut. Dann haben wir nichts Neues. Juckt. Ein physisches Lucario würde sich so viel mehr anbieten mit dem Stuff, den wir haben. Habe ich Jolly Mint oder Adamant? Oder Jolly Mint. Ich meine, wir sind schon echt gut speziell. Ja, komm. Stopp hier rein. Plus Combat, E-Speed. Scheiße, Bone Rush. Wir können eigentlich noch Bullet Punch, oder? Haben wir Bullet Punch? Ich kann nicht Bullet Punch erlernen, das ist crazy. Wir können noch erst die Überwachung Wave. Okay, Wave. Nasty Plow, okay, Make It Rain, über Recover. Und dann zocken wir später AV. Würde ich mal meinen. Check ich mal, ja. Check ich, check ich, check ich. Okay. Lass mit Goldengo die Route machen. So ein Kollege. Okay. Gut. Hat sich dann auch wieder erledigt. Ich glaube, ich kann Marshadow gehen. Flame Thrower ist okay. Passt. Olanga. Warte mal, what? Nasty Plots, okay. Ich liebe Mega Mawile so sehr. Ich bin sogar schneller, let's go. Wieder ein neuer Jollyman, let's go. Hab Shiny Mawile und will endlich mal einen guten Run mit dem bekommen. Oh, das check ich. Das klingt sehr geil. Okay, wir sind Terrasteel. Was hat er mir gerade gesagt? Back to full? Boah, das hatte ich ja lange nicht mehr. Damn. Das ist crazy. Müssen wir gleich mal verkaufen.
irgendwie fast eine ganze Box schon mit Shinies. Voll, das geht zu steil. Backpack habe ich so hart auf 200 oder so gemacht. Ja, check ich. Aber das ist echt geil, Maya. Hier, Trainpuls, Alter. Trainpuls, mein Arsch. Was ist denn da los, Alter? Digga, das Update zum ersten Mal. Echt insane, wie viel Mühe sich geben wird. Hundertprozentig, ey. Hundertprozentig. So cool. Ja. Wir haben den gedodged. Okay, der hat Dings. Bevor wir irgendwas Falsches machen. Der hat Rauflust. Ich glaube, wir können trotzdem Marshall gehen. Passt. Er hat es gelebt. Aber passt. Easy. Mann. Wir haben drei Full Heal. Ich kann die drei Heal wegschmeißen, passt schon. Muss gleich unbedingt verkaufen. Falsch an. Mann, könnt ihr mir nicht immer Sachen geben, die sich nicht doppeln? Ich werde die ganzen Sachen hier verkaufen, ist das Ding. Wir haben 10 Lumberry, komm weg mit dem Scheiß hier. Okay. Ich glaube, das war's, oder? Ja, jetzt sind wir am Anfang. Okay. Oh, hier war noch ein Trainer, lol. Flug und Licht. Das ist mal okay. Cool Iron Juggles aussieht. Das heißt mit Rot. So ein bisschen Probleme gegen Bodenbogen habe ich das Gefühl. Wie man Alakazam. Terra Ground, Muddy Water, okay. Top. Und für Energy Bogen. Ich glaube, Psyshock wäre. Ja, okay, gut. Guckt alles nicht. Dann wollen wir einmal ganz kurz wieder auch einen Inventory-Platz mehr. Wenn Masche den noch vorpackt. Passt! Ich will gerne auf eine Route, aber ich muss freie Sachen verkaufen, also scheiß drauf. Stollos. Für Megastollos eigentlich wichtig, aber ich will den Rest nicht wegschmeißen. Also, scheiß mir auf Stollos, einfach. Pi. Okay, jetzt wird verkauft. Für wie könnte ich 184 Kinder, okay, 2200, okay. Diese ganzen Items können wir später und so oder so nochmal kaufen. Und die sind so situationsabhängig.
So, das sollte, glaube ich, passen. Was ich hier kaufen muss. Jetzt sehen wir, was ich bestellen muss. Darkwoods Desilin, Drake Meteor. Earth Powder Earthquake. Nee, ich glaube, wir sind good to go. Welches Dings haben wir noch? Wir haben noch Pflanze. Mit Grassy Terrain wird wahrscheinlich jetzt relativ safe kommen. Pflanze. Wasser. Bisschen nervig. Und Stahl, okay. Wasser mit Regen. Okay. Können deine maxen. Wasser ist echt nervig. Oh shit. Sehe ich, habe ein bisschen Angst davor, dass hier eine Fontänen rausgescheppert werden. Ja. Das dachte ich mir nicht. Deswegen musste ich da angreifen. Sarganabis. Könnte Shell Smash einsetzen. Psychics, okay. Passt. Gastrodon. Auch Ram Punchen. Hydro Pump tut weh. Killt aber nicht. Boyelin. Könnte schneller als wir sein. Fühle ich gar nicht. Warum nicht so den switchen? Ich hätte... Okay, Goldengo. T-Bolt. Hydro Pump. Okay, passt. Sehr schön. Das Problem bei Pokérock irgendwie, dass es nach den ersten 200 Runden relativ langweilig wird. 100%, da bin ich bei dir. Ey, da bin ich bei dir. Endes-Mode ist zwar ganz nett, aber ich glaube, die meisten haben auch nach 200 Runden aufgehört. Das denke ich doch auch. Und hier gibt es halt so viel Stuff zu erleben. Das finde ich so cool. Hier bei Reiser. Ich glaube, ich gehe den Kazam raus, actually. Weil wir haben hier noch die Citrus Berry. SD! Button für SD! Für Energy Ball. Das geht nicht. Liquidation, ja, tot. Schade, El Kazam. Ist okay. Hallo Grishi und hallo Dunkling, was geht? Das tut ein bisschen weh. Okay, Terran und ihn für Shadow Punch. Terra Ghost, okay. Wir gehen nämlich auf Terra Kampf. Damit wir nicht sehr effektiv getroffen werden. Von diesem Shadow Ball. Dann kommt unser Shadow Punch. Und zwiebelt ihn auseinander. Aber es tut trotzdem sehr weh um Alakazam. Wir haben nichts, um einen Monster zurückzuholen. Okay, dann belassen wir es erstmal dabei. Ich meine, Pokémon sterben ist okay. Ich habe an meinem Geburtstag tatsächlich was verschrieben bekommen. Damn! Hast du heute Geburtstag, Dunkling? Wenn ja, alles, alles Gute. Wir müssen auf jeden Fall einkaufen da vorne. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier die zwei Routen mitnehmen. Oder können wir Healing Flask nehmen? Da habe ich noch zwei. Noch drei, okay, ja, noch vier. Lol, die erste Route, hier war ich noch nie. Kavalauro, wie sehen wir Oricori? Okay, die habe ich alle schon im Codex. Ich habe auch Aurasphäre. Das meinst du, Dunkling. Okay, okay, okay. I see, I see, I see. Ja, dann hoffe ich, dass allgemein so gut es geht, nicht zu schwerer Zeiten auf dich zukommt. Okay, easy. Muss einmal vorher trainieren. Gelebt. Raids in Skiklatschen, da im Moment doch wieder gut gegönnt hat, nach etlichen Raids ohne Shiny, vorgestern Random Raid Cressea gegönnt und dann gestern einfach Solo Ogre und The Bank Evil. Yo, oha! Das ist strong. Das ist crazy strong. Okay, Garados.
hier Probleme gegen Wasser-Pokémon, ne? Fällt mir gar nicht. Hurricane ist okay. Okay. So viel Drachendudes. Wobei, der eben war Flug, ne? Stimmt, das ist das Shiny Alola Raichu Event. Das muss ich mir, glaube ich, auch noch abholen. Oh, die Spooky Plate. Wir haben auch bisher noch kein Legendary gehabt. Das ist auch crazy. Starberry, Tomato Berry. Haben bestimmt gleich auch wieder im Rivalenkampf. Pink Nectar. Wildstone. Crackpot. Ja, ja, es geht 2 Wochen, glaube ich. Auch relativ sicher, dass es 2 Wochen sind. Serious Mint, okay. Da kann ich einfach, okay. Top. PP Max, sehr geil. Und bis. Ich hab mich auch gar nichts gefangen, ne? Antimos, Ohafnir, Gudra. Lass mal Gudra holen für Water Types. Ich glaube, das ist okay. Ich stell mir gerade vor, wie geil ein Pokémon auf der Basis von Dragon Ball wäre. Checke, checke, checke. Es ist Modest schon okay, ja, das ist gut. Es ist. Gibt's eine Citrus Berry? Eine Hyper Potion. Und noch ein cooles Moveset. Acid Spray. Kein Dragon Pulse. Okay, müssen wir gleich auf jeden Fall noch was nachrüsten, so gut es geht. Power draufpacken. Auch mit AB zocken. Wäre, glaube ich, ein Play auf Gudra. Deswegen sind long, aber die Ohren sind die Dragon Balls. Wäre Banger. Wäre wirklich Banger. Die Dings habe ich noch abgeben. Ja, okay. Ist in Ordnung. Können den Kollegen und den Kollegen machen. Scheiße, sowas nicht trauen. Ich glaube, es hat weniger. Das hätte ich auf Shadow Punch nicht machen sollen. Oh, ist jetzt weg. Das ist egal. Ich glaube, es hat weniger was mit Trauen zu tun. Ich glaube, das ist rechtlich gesehen einfach nicht möglich. Das war leider ein bisschen Troll, aber egal. Ist okay. Irgendwann die Bandai Namco Game Freak Kollabo. Ja, aber ich glaube, selbst dann würden die so aus sich machen. Oh. Formalium Z, okay. Interesting. Displayed. Moment, Super Potion. Wir müssen demnächst auch Marshall ein neues Item geben. Wahrscheinlich auch die AV, würde ich sagen. AV ist so ein geiles Item, for real. Oh, noch ein PP Max, okay. Easy.
Boah, ich glaube, das ist nur ein Gerücht. Dunkling, ich glaube nicht, dass das jemals so passiert ist. Das glaube ich nicht. Ich weiß gar nicht, wer ansonsten gerade mein stärkstes Mon ist. Wahrscheinlich Gold Dango, actually. Make it rain. Und Shadow Ball. Passt. Wir können den Wahlkampf. Let's go. Dann, wohin wollte ich? Ich wollte Dings. Ich müsste eigentlich in beide. Aber wir brauchen eher Tränke. Kann die Weinkampf, sehr gut. Okay. Max Potion. 22 Stück. Hyper Potion. 19 Stück. Noch keine Top-Genesung. Dann noch weitere 10 Max Potion und nochmal 10 Hyper Potion. Und es gibt noch keine Elixier. Nein. Ja, dann sind wir fein gerade. So, wir haben Stahl oder Grass. Wir können rein einfach straight up. Es ist Grass, okay. Ich hätte lieber Stahl gehabt. Ich kann die Sonne rausholen, glaube ich. Ich glaube, das ist smart. Ich glaube, den sollte ich erstmal so killen. Oh mein Gott, okay, ist dein Max direkt. Killt trotzdem bitte. Das killt nicht. Max Craig. Okay. Bungus. Holen wir die Sonne raus. Killt sehr gut. Wichtig. Wenn weiter hochgeheilt. Rex Bizarre. Das war's dann wohl mit der Sonne, aber das ist okay. Der stirbt trotzdem. Alles Lalu, dankeschön. Das passt, ja. Easy. Trevenant. Wir Terran. Nehmen trotzdem für Max Flare. Das macht trotzdem mehr als Max Phantasm. In der Sonne. Skill, let's go. Okay. Madame. Dann kann ich leben. Und Kinoso. Wir haben Kinoso sogar die Sonne rausgeholt. Sollte, glaube ich, trotzdem dein. Ja. Let's go. Okay, wir haben unser erstes Legendary. Das ist crazy. Das hat lange auf sich warten lassen. Das hat wirklich lange auf sich warten lassen. Okay. Lizaros. Lunastein. Gardevoir. Oh, okay. Das Ding ist, wir sollten Gardevoir über über Gudra nehmen. Aber Gudra ist so gut eigentlich für das, was uns gerade im Team fehlt. Jetzt kommt Stahl. Aber wir sollten Gardevoir schon nehmen. Glaube ich, echt nichts dran vorbei. So weh das auch tut. Guck mal, ob ich Mon, wo ich nie im Raid war. Ich glaube, Katagami ist eines der wenigen, die ich sogar habe. Wo ich dann tatsächlich mal im Raid war. Hm. Das nicht geht. So. Ich bin gerade bei dem Butler auf der Rüstungsinsel, der Watt ausgeben und einfach 82.000 Watt bekommen aus einer Buddel-Session. Yo-ha! Das ist crazy. Das ist strong. So. Das kennt man sich. Aurasphäre auf Gardevoir packen. Das ist, glaube ich, schon mal nicht schlecht. Oder Gardevoir schon mal Aurasphäre? Weiß nicht. Psychic Moonblast. Aurasphäre. Dein Pokémon Go-Account gesperrt, wie sowas passiert.
wir haben noch eine Modest Mint. Ja, kann man gerade überpacken. Gerade one ist Citrus Berry. Haben wir noch einen besseren Move als Dings? Ja, komm, mein, können wir über Future Set zocken. Ja, ist okay. Immer auf jeden Fall mit, brauchen wir wieder ein paar Bälle und hole mir die immer bei den Typen in der Naturzone für was. Das ist eigentlich ziemlich smart. Haben wir immer noch das Münzamulett auf Marshadow, ja, ne? Ich glaube, wir switchen langsam mal. Wir nehmen, glaube ich, mal die Fizzplate. Actually. Aber mein Bruder hat zwei Mons getauscht und Pomogor hat gemeint, dass ich Standort manipuliert gemacht hätte. Okay. Wer holt sich doch eh nur Luxusbälle und verkauft die dann? Ist das so eine Geldmachmethode? Das ist actually cool. Jetzt checke ich, wo ich bin. Okay. Verwirrend. Surfen können wir eh nicht. Protector. Ja, ist wild, weil es hier nichts raus gibt. Ja, einfach so eins der Trümmererfelsen dort. Das ist auch crazy. Easy. Easy clap. Firestone. Timer Ball. Okay. Damn. Ich glaube, ich war noch nie auf einer Route, die gesplittet war. Das ist crazy. Ausgang war immer Ausgang. Water Room Z, okay. Okay, hier ist auch schon Ende der Route. Ich dachte wirklich, die Route wäre vorbei. Legendary gehen wir. Oh, ich glaube, es ist ein Roaming-Pokémon, ne? Muss ja wahrscheinlich. Ich gehe trotzdem mit Goldengo. Weil dann kann ich den ein T-Bolt reindrücken im Fall der Fälle. Ja, ich glaube, ist okay. Das ist kein Roaming-Pokémon. Okay. Damn. Okay, Rest. Rest ist okay. Schade. Let's go! Hä? Wie geil. Okay, wen packen wir raus? Ich will niemanden rauspacken. Oh mein Gott. Ich muss jemanden rauspacken. Maybe Gardevoir wieder. Goldengo. Aber ich liebe Goldengo so sehr. Ich liebe Goldengo so, so sehr. Ich will unbedingt Dings haben. Und ich weiß nicht, ob ich den... Ne, Maul brauche ich ja für die Quest. Das ist das Ding. Ja, komm. Ist okay. Ist okay. Ist in Ordnung. Damn. Zack, zack. Zack. Ach, es war schon Jolly. Ich glaub schon. Dann können wir... Okay, wir brauchen auf jeden Fall ein Dings. Können Sie den Headbutt schon mal draufpacken?
Und Media Mesh. Okay. Damn. Hatschirat ist schon geil. Okay, wir wollen hierhin? Fragezeichen. Jedenfalls können wir gleich auffüllen. Ja, wir wollen hierhin. Battle Prep wollen wir. Wollen wir einfach Energy Ball gehen? T-Bolt auch. Triple Axel auch. Wild. Ich glaube, es ist hier okay. Bei dir brauche ich ein bisschen Stuff. Hard Stamp. Jetzt zocken schon sehr nett, weil wir sind cool. Ice Punch. Über Meteor Mesh ist fein. Ich brauche auf jeden Fall Iron Head. Kannst du kein Iron Head? Das ist crazy. Das tut ein bisschen weh. Okay. Da war der, wäre der Alakazam Need. Das ist der Gardevoir Need. Und der Lucario Need. Lass doch Meteor Mesh über Rest packen. Das ist echt kein Iron Head, das ist crazy. So keine Soul Vest für mich? Kacke. Ich glaube, Rocky Helmet habe ich schon gefunden gehabt, oder? Hatte ich Rocky Helmet? Ja, ich glaube, ich würde aber sogar. Ich glaube, ich noch nichts außer die Soul Vest eigentlich gerade. Das tut ein bisschen weh. Das tut ein bisschen weh. Okay, dann. Nächste Ding ist Stahl. Das sollte ja okay sein. So, geh einmal so. Ich denke mal, du hast jetzt nicht zufällig irgendwie gerade Ironhead plötzlich verlernt. Nee. Dann können wir hier Free hier nehmen. Und dann gehen wir rein. Wir haben. Leider Terra. Und nicht. Okay, der wird eher erstmal einen Tarnstein oder so ein Shit legen. Okay, Helmet ist ein bisschen Arsch. Ist okay. Sehr schief. Gut. Spikes. Wir gehen in Morway raus. Intimidate. Terra. Fee. Moonblast. Guter Intimidate, den wir da rausbekommen haben, auf jeden Fall. Hier ist Terra Fee gegangen. Wir gehen hier für Ironhead. Yes. Moonblast, leben wir. Easy. Der sollte killen. Top. Metagross. Metagross ist ein Ort. No. Fragezeichen. Könnte wahrscheinlich in die Queue kommen. Ich würde hier wahrscheinlich einmal hochheilen und dann mal gucken.
viel Damage der macht. Medium Ash. Boah. Huch. Na, voilà. Ich kann in Raji gehen, aber ich kann mit Raji nicht viel gegen den machen. Ich kann in Lucario gehen und dann kann ich auch nicht viel machen. Ich gehe trotzdem Lucario. Warum hat der so viel? Ich glaube, der ist banded oder so, kann es sein? Einmal für SD. Da kommt der Attack Boost, das ist schlecht, das heißt jetzt drücken wir Close Combat. Wichtig. Kling Klang. Close Combat. Hallo Maya! Drücken wir Close Combat. Bringen wir Close Combat. Oh. Gruselige Scheiße! Eieieiei, okay, gut. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, wir haben da hinten ein Pokémon wieder zu bekommen, aber da ist auch ein Legendary. Legendary hat schon höhere PO, glaube ich. Aber der Rest juckt mich gar nicht. Oh, die Aufteilung ist richtig Arsch. Und ich muss eigentlich auch zum... Mann. Ich muss eigentlich auch... Minus 5 Millionen. Minus 5 Millionen. Ich muss eigentlich auch zum... Warte, Pokémon wieder zurückholen. Wäre halt Simsala, aber Simsala brauche ich jetzt gerade nicht. Achso, ja, Deathfire. Wir sind gerade eigentlich relativ fein mit unserem Team. Das heißt, Monster zurückholen sowieso keine Option. Aber ich würde trotzdem gerne eigentlich zu den Rivalen gehen. Also zu Team Galactic, weil dort potenziell die Chance auf ein Fluchtseil ist. Oder für einen Meisterball. Aber das ist auch ein Legendary. Das Problem ist, bei Legendary allerdings kann ich nicht zum Supermarkt. Oder eigentlich, wenn, müsste ich halt hier rein. Wir gehen zum Legendary. Moin, Rishiram. Junge, wie cool das aussieht mit hier mit dem Ents Schloss und so. Kulisse. Gehen wir mal ein Palo Center, I guess. Zum Roaming? Ne, das ist natürlich nicht. Hyper Voice. Opfer. Prison. Opfer. Kann ja gar nichts. So, gewissen Dings roam die gar nicht mehr. Das kann schon sein. Was haben wir angegriffen? Outrage, okay. Let's go. Das Problem ist, ich muss Reshiram mit reinnehmen. Das heißt, es muss wieder mal rausfliegen. Das heißt, diesmal werde ich Gardevoir rauspacken, weil die anderen Megas mir wichtiger sind. Die anderen Megas finde ich einfach cooler. Erstmal muss gleich Dings ein geiles Minus Attack plus Defense. Ja, kann man. Muss man ein geiles Moveset bekommen. Reshiram, der ist ja scheinbar jetzt noch quatschig. Fusion Flare. Über Prison. Dragon Pulse über Outrage. Flamethrower über Fire Blast. Sensory über Hyper Voice. Passt. Das Mon hier würde ich gern töten für Level. Ah, Oricorio juckt. Hab ich irgendwas von den geil. Ah, Reshiram macht das schon. Jo, wie geil Reshiram aussieht. Oh, ich glaube, ich kann auf Reshiram fliegen. Was für ein Terra haben wir? Ah ja, okay. Nein! Ich will auf Reshiram fliegen! Was soll denn die Scheiße? Irgendwie geil, wie Reshiram aussieht. Das ist crazy. Das ist sorry crazy.
Wie viel heilt Sidious Berry eigentlich? Weiß es gar nicht. Okay, jetzt gehen wir in der Top 4 los. Wir starten mit Psycho. Okay. 25% oder nicht? Aber auch wenn ich sie so use, weißt du? Der hat keine Anti-Geist-Beere. Ist ja so. Hallo Lia, was geht? What up, what up, what up? Warte, was waren wir? Wir waren Terra-Kampf. Das ist ein bisschen Arsch. Das gilt nicht. Oh mein Gott. Gilt das? Das gilt ja. Okay. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ah, ich kann Sucker Punch nicht einsetzen, weil ich ein schlechter Spieler bin. Ich bin geflasht. Ist das kacke. Ich bin der schlechteste aller Schlechten. Wirklich so bad. Das ist der Wahnsinn. Meine Plätze haben einmal so viel mehr gemacht. Ja, schon besser. Der schlechteste aller Schlechten bin ich, wirklich. Der war sogar beendet. Kannst du Flamethrower? Ja, kannst du. Oh mein Gott. Lass uns Rieschen angehen. Okay, wir waren Terra. Feuer. Immer so für Fury Flare. Das ist wahrscheinlich gut, schade. Hätten wir mal geterrat. U-Turn. Und für Nexus. Okay. Das ist wahrscheinlich gut, schade, ne? Ich wünschte, ich hätte einen Unlicht-Pokémon oder so. Warte, wie viel macht ihr mir? Okay, das passt. Passt. Gelade. Lass mal scouten. Ich hab gezockt. Oh, macht der 5 Millionen? Lass den Percent gehen. Wichtig. Auch Bandit. Nee. Der ist nicht Bandit. Der ist einfach nur abgelogen. Ich war ja sogar nicht aufgefallen. Warte, geht jetzt für. Okay, Moment. Wir machen das klug. Wir gehen raus von Raji auf seinem Psycho Cut. Und jetzt sind wir schneller. Und drücken. Was sind wir hier für ein Terra? Psycho, boah. Aber wir drücken einfach so sein. Das soll ich killen. Calyrex Ice! Ich habe kein Iron. Ah, ich habe Mini-Meteor-Match. Okay. Ja, wir gehen rein. Das ist Terra Boden? Nix. High Horsepower. Gut. Schade, Jirachi. Ich meine, wenn die Legendaries sterben, ist nicht so schlimm. Wenn die sterben, kannst du. Ich bin nicht guckt. Das ist noch free. Ja, das ist alles noch free. Keine Sorge. Weil dann kann ich die trotzdem. Oh, der hatte. Hat er gerade einen Attack Boost bekommen? Muss ja, ne? Ist ja keine Glacial Lance. Gut, ich bin doch guckt. Nix gesagt. Warte, der ist doch arschlangsam, oder nicht? Ist okay. Ist okay. Ich hab's noch. Zack, zack. Zack. Ich hab das noch, keine Sorge. Die ist schneller als ich! Aber wir leben. Free. Funny close. Oh, eins meiner leichtesten Übungen. Naja. Gut. Haben wir noch Mega Mawile und Reshiram. Lass hier zwei Battle Ready Pokémon fangen. Lass die oberen nehmen. Der hier sagt mir zu. Oh. Ein Problem gegen Boden-Pokémon wird schon passen. Bleib einfach drin. Gut, bleib einfach
drin. Gut. Da geht aber die ganze Zeit für Iron Head. Kann er drin bleiben? Oh, da war eine Bodenattacke. Okay, Hyperball, der wird drin bleiben. Trust me. Rocks gegangen, ist ein Opfer. Rocks gegangen, ist ein Opfer. Okay. Wir heilen einmal hoch. Warum kann er nicht drin bleiben? Dankeschön. War es jetzt so anstrengend oder was? What the hey? Boah, der hat aber Rocks, ist geil, ne? Rocks ist schon geil. Moveset ist cool. Plus Speed, minus Special Defense, bisschen Arsch. Das Calm auf den Packen. Warte, nein! Oh mein Gott, das war Minus Attack, ne? Ich sollte das hier machen. Gut, ist egal. Okay, wenn wir... Ich werde irgendwo trainieren können. Außer wir haben gleich einen Rivalenkampf. Das werde ich actually, glaube ich, sogar schon fast nehmen. Ich meine, hier können wir einen Pokémon öfter fangen. Ich glaube, das ist das Smarteste. Wir sollten in den Honeytree gehen und das Pokémon, was hier gibt, dreimal fangen. Ich glaube, das ist das Smarteste, was ich machen kann. Schaden. Stimmt, hier kann ich auch trainieren. True, 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 true. Ja, yeah, Honeytree war schon der Play. Kannst du mal drin bleiben? Bruder! Bitte lass mich flüchten! Was soll denn das jetzt hier? Das Game die ganze Zeit. Das ist so stressig. Wollen wir mit der Reishiram einfach reingehen? Ich glaube, es ist ein bisschen entspannter. Das killt. Okay, top. Sehr gut. Top. So. Ist das Team. Okay, easy. Ist die Gang. Ich habe ein Shiny Pokémon auch gar nicht mehr, ne? Aber ich glaube, wenn er stirbt, ist nicht schlimm, I guess. Wir werden es gleich sehen. Reshiram, Morwald, Siegs und 4 Vögel. Oh, ich habe 7 Pokémon. Maya ist ja übergeil. Ja, mit 7 Pokémon gewinne ich safe. Guck mal in den Spiegel. Ah, okay, gut gerettet, gut gerettet. Den gebe ich dir. Den gebe ich dir. Ja, kann ich nichts gegen sagen. Weichschi stark. Geplant von Anfang an, so gelogen. Ist Rivalen Battle? Nee, ist nicht. Oh, wir können tauschen! Ja. Eins der Choreo, wir müssen gehen. Ist okay, wenn du Tinted Lens hast. Können eine Ability Capsule kaufen. I guess. Ist okay.
Ist Tenderlands die Hidden Ability oder die normale? Normal, okay. Ability Kapsel reicht. Oh, hat der keine Ability Kapsel? Hat der hier die gehabt? Hä? Ich dachte, die sind. Kriegt man immer hier. Wenn man bei der Liga ist, geht man noch alles, habe ich gedacht. Gut, das ist dann doof. Bitte ist dann doof. Hallo Noi, was geht? Was geht, was geht, was geht, was geht? Ich hoffe, es geht dir gut. Okay. Gibt es hier sonst noch irgendwas, was wir uns holen könnten? Kannst du noch irgendwas Geiles? Oder nicht? Roost. Ach so, zwei der Dinger. Sind die guten? Nee, das ist nur, damit ich irgendwas habe, weil bei mir gerade fast alles gestorben ist. Impel Electric. Ja, es kam ein bisschen schwierig. Man eben drei, Team hat reingetrollt und ist bad und musste sein Team auffüllen. Hallo, Maya! Ich habe es wenigstens schon 100 Jahre vor dir geschafft, den Modus hier zu gewinnen. Also seien Sie mal ganz leise, Miss. Wir gehen sogar hierfür. Scheiß auf. Ist ja auch 200 Jahre alt und spielt das Pokémon seit 180 Jahren. Und es ist dein Job. Ja, jetzt kommen die Ausreden. Jetzt kommen die Ausreden. Naja. Käfer. Oh, nice. Ignatz. Oh, nice. Boden. Okay. Ja, macht's nicht besser. Sag ich ganz ehrlich. Was mache ich denn gegen Boden? Der wird doch auch Rocks auslegen. Machen wir uns nichts vor. Sturdy. Free. Der eine Million und ich gar nichts. Das Problem ist, wenn ich in Neukorea. Ja, muss ich. Ice Beam, achso? Achso, achso, achso? Sind wir jetzt so, ja? Sind wir jetzt so? Ich bin besser als du. Der geht nicht für Aufbau. So krass ist die KI nicht. Ja. Das wäre crazy gewesen. Let's go. Viel zu free. Viel zu free, dieses Game. Okay, das kann man ausweiten. Ja, ist okay. Den muss ich taken. Ceiling stripped on rocks. Ist halt nicht schneller, ist das Problem. Und der hat Speckschicht wahrscheinlich. Ich wünsche ich hätte. Ah, nee. Okay. Kannst du ja mal probieren, oder? Okay, nice. Nicht so nice. Okay, er stimmt noch live ab. Ja, was soll ich machen, ne? So viele Optionen habe ich nicht. Sehr schön. Gechoked. Zygarde! Terra Drache, ist okay. Wieso ist der schneller als ich? Wieso ist der schneller als ich? Nein, Memo ist allgemein immer ein Fred. Das ist die Sache. Das liegt, glaube ich, nicht an mir. Es liegt echt an Memo.
unter den Flinch gehen. Oh mein Gott! Oh, du bist es. Gaming wird hier groß geschrieben. Great Tusk. Ist schneller als ich. Geht aber nicht für die Bodenattacke, warum auch immer. Und wir treffen und dieses Game ist viel zu viel. Wir sind drin, Freunde. Wir sind drin, es ist nie Klaus gewesen. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Memo, der liegt vorher in dem Game, nimmt mir auch so auf Monster, das ist nicht normal. Das ist natürlich crazy. Menschen seine Wasserbestien killen, dann einfach instant geopfert werden. Nein, ich sag, Memo ist der ist unfair. Der hat zu viel Coverage, das ist illegal. Das Problem ist, ich kann jetzt wirklich diesmal nirgendwo trainieren. Ich werde auf keine Route gehen, das meine ich. Wir holen das Battle Ready Bon. Jo, was? Okay. Ist eingetötet. Ist gut, falls die Ignaz kommt, ne? Sind diese farbigen Kugeln. Warte, welche meinst du? Bleib einfach drin, bitte. Perfekt. Gut, jetzt haben wir hier ein kleines Problem. Auf der Overworld, weil muss mir gleich zeigen. Ich für Storage, der ist so schlecht. Ich hätte dafür einsetzen sollen. Gut. Ach so, die Dinger, das sind Routen. Die du bereisen kannst. Ich glaube, ich habe keine Dings mehr, ne? Das war und ich, wir werden es schaffen. Das war und ich, ein Dreamteam. Okay, kein Rivalendings. Gibt es hier erst die... Nö. Kannst du es die allgemeiner lernen? Nö. Hier, glaube ich, ein kleines Problem gerade. Würde ich mal meinen. Ich weiß nicht, wie Morwell das ohne... Ich meine, wir haben noch Dings. Okay, da gehen wir mal rein. Also wenn jetzt Herbaro kommt, wäre actually okay. Nur nicht Ignaz. Es darf nur nicht Ignaz kommen. Bitte Herbaro. Es ist Ignaz. Mann! Warum kommt denn der Schlechteste zu Schluss? Mal. Ich bin bereit zu gewinnen. Ist das Kacke? Ist das Arsch? Was sollte denn das jetzt? Was sollte denn das jetzt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Gut. Warte, habe ich irgendwen von denen hier rausgeschmissen? Das will ich gerne wissen. Was passiert mit Pokémon, die ich... Warte, Sissy Pete habe ich, glaube ich... Okay, ich glaube, man kann die Pokémon doch einfach nur fangen. Aber ich glaube, bei Legendaries geht es nicht. Okay, das beantwortet mir aber einiges. Ich glaube, es geht nur bei Legendaries. Musst du drin gehabt haben, die da... Also, ne? Ihr checkt. Okay. Okay, 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 okay. So, und hier haben wir jetzt... Genau, Reshiram und Jirachi. Das ist sick.
Ich habe nicht mal genug Geld, um mir Surfer zu kaufen. Aber ich kann vielleicht da noch ein bisschen was bekommen. Weil jetzt will ich mal kurz gucken. Questbook. Okay, wir haben das Shiny-Ding haben wir jetzt geschafft. Ich muss die Sacred Ash finden. Ich muss Escape Rope finden. Ja, das sind die letzten beiden Sachen. Also Escape Rope und Dings. Das heißt, wir können jetzt den Double Run starten in der Theorie. Bring up to 6 Pokémon into Gauntlet Mode. Adventure and enter Hall of Fame. Oder wir gehen in Gauntlet. Was ist Gauntlet? Das ist eigentlich auch das Ding, dass du irgendwie immer dieselben Mons bis auf maximal 2, 3 andere in der Safari hast. Nö, aber ich fange auch immer alles bei mir in der Safari einfach komplett ein. Oder wir machen einfach das Region-Dings erstmal. Dass wir noch eine Region spielen. Ich glaube, das ist auch eine Option. Dass wir sagen... Average, Adventure, Single, XP, ah ja, das passt alles, Trainer. Okay, ich hab gerade den Sinnoh-Modus, dann wir machen den Johto-Modus an, der ist viel einfacher. Nee, wir machen den Johto-Modus, ich glaube, das ist der einfachste, actually. Halt irgendwann meine Boxen voll, kann ja legit nicht alles fangen, was das ist. Aber wie ist es denn? Warte mal. Jetzt will ich gucken. Klar, es gibt 10 Boxen, aber ist es nicht so, weiß nicht, ob du das schon getestet hast, Maya, oder ob du einfach keinen Plan von Pokémon hast. Wenn du in jede Box ein Pokémon reinpackst, bekommst du ja mehr Boxen. Okay. Ja, berechtigte Frage, seien wir ehrlich, oder? Müssen wir da jetzt ja auch mal realistisch sein. Müssen wir auch mal, ne? So, ja, da gibt es ja nur 300 Pokémon-Plätze. Das ist ja Oberarsch. Vielleicht reicht auch, oh, ich habe eine Box vergessen. Vielleicht reicht auch, musst du auch in jeder Box, muss jede Box wirklich voll sein, damit du mehr Plätze bekommst, you know? Kann nicht mal alle ersten Wege noch fangen? Ja, das wäre ja Quatsch. Deswegen, also, ich kann mir schon vorstellen, dass da noch irgendwie... Man muss auch im Discord gucken. Oder man kann das irgendwo upgraden. Ja, vielleicht auch irgendwie sowas. Das kann ich mir auch vorstellen, dass man das upgraden kann. Ist hier mittlerweile was Neues? Okay, habe ich Geld dazu bekommen? Mir fehlen 500. Nein. Mir fehlen 500. Nein. Verflucht seist du, Perry das Schnabeltier. Okay. Boah, ich habe so Bock schon später auf die Mono-Runs, ne? Auch schon geguckt, aber es scheint noch keinen offiziellen Discord zu geben. Doch, es gibt den Emerald Rogue Discord-Server. Der existiert schon. Ich meine, wir könnten auch was verkaufen. Es gibt einen offiziellen Server, das zu 100%. So, aber wir können einmal kurz gucken. Wir haben hier unsere Citrus Berry wieder, das Strong. Und hast du das gewünschte Ei? Das ist so geil. Das ist so cool. Und damit haben wir Rory Moon. Zick. Okay, was soll er noch für mich suchen? Das, was ich noch nicht habe. Ich glaube, Ting Lu kann er nicht. Iron Juggalus wäre cool. Great Tusk wäre schon geil. Goldra wär nicht schlecht, oder? Goldra? Finde ich, glaube ich, cool. Roaring Moon. Ich bin sogar schon drauf, ja. Scheiße, Maya. So, jetzt müssen wir Big Sinelbeeren anpflanzen.
Baut die größte Sinebeerenplantage der Welt. Citrusberries haben wir jetzt genug für den Rest unseres Lebens. Jetzt brauchen wir ganz viele Sinebeeren, damit wir uns Tränke craften können. Das ist unser Way to go. It is the plan for today. So. Dann... Genau, Roy Moon Egg haben wir. Wie gesagt, ich überlege, was zu verkaufen, weil ich würde schon wirklich echt gerne die Dings. Ein Re-Wrap. 42 Citrobeeren jetzt zu verkaufen, tut jetzt nicht weh. Da habe ich auch genau 300. Das sieht auch schön aus. Und dann können wir uns nämlich das hier holen. Let's go. Was kannst du als nächstes? Oh, das ist cool. Habe ich nicht gerade die Gold Whistle auf Dings? Okay, weird. Aber du kannst nicht schwimmen, ist das Problem. Das heißt, ich brauche dann aber trotzdem ein Pokémon, das schwimmen kann, I guess. Wem kann ich denn schwimmen? Chalilos, maybe. Iron Bundle, können wir mal mitnehmen. Ammonitas. Ich weiß nicht, ob ich auf Ammonita schwimmen kann. Mantips. Schau mal, Chalilos, ob der das eventuell kann. Ich finde, ich hätte Wassertauros. Roaring Moon, I guess. Ich weiß nicht, ob Roaring Moon es kann. Damn, man sieht mich einfach nur von der einen Perspektive. Kannst du schwimmen, Roaring Moon? Nö. Warte, aber dann kann ich die anderen gar nicht reiten, ne? Ich habe gar kein Pokémon, das schwimmen kann. Schwimmen, reiten. Dingsbums. Übel nervig. Ich müsste erst vorher was entwickeln, wahrscheinlich. Hm. Na gut. Ich glaube, der Rest geht safe nicht. Wieso steht bei dir, bei dem Dude eigentlich kein Hisui Zoroa? Weil ich den zu Dings hab machen lassen. Ich hab den zu Damiplex machen lassen mit der Gold Whistle. Apparently sind mehr Boxen mit Rogue Assistant möglich. Das heißt... Ich glaube, ansonsten ist es aber safe nichts, was ich reiten könnte, was surfen kann. Ich glaube nicht. Es gibt vieles, was ich reiten könnte, aber nicht. Ich glaube nicht, was Surfer könnte. Wobei, Rewan maybe. Kann ich auf Leon reiten. Okay. Wir müssen noch Geld sparen für Legendaries. Gab ein Textdokument, als du das auf dem DS runtergeladen hast. Da stand was von Rogue Assistant drin. Anscheinend ein externes Programm, das mehr Sachen ermöglicht. Oh, das habe ich sogar. Das braucht man, glaube ich, für Dings. Das braucht man, glaube ich, für... Ist ja so, neu, ist ja so.
Sag schon. Gluturze vielleicht Surfer, aber ich glaube nicht, dass ich auf Gluturze reiten kann. Ja, das braucht man nämlich für den Multiplayer-Modus, weil der Multiplayer-Modus manchmal Probleme macht. Da habe ich das gedownloadet. Mann, hallo, war ja hier, war es auf einmal hier Blutmond. Plötzlich Nacht und Morgen. Jetzt ist Morgen. Und es wäre Tagsa. Hier brauchen wir halt Pokeblöcke, ne? Wir haben schon echt viel geile Legendaries. Ich glaube, die später in die Daycare reinzupacken, ist halt auch crazy strong. Da irgendwie Palkia, Arceus, Terrapagos rein. Ja, wie gesagt, ist schon geil, die Möglichkeiten, die man hier in dem Game hat und so weiter, um stärker zu werden. Das mag ich sehr, sehr gerne. Aber wisst ihr, was ich auch mag, Chat? Feierabend. Deswegen machen wir jetzt heute schon Feierabend 40 Minuten früher. Aber ich